love with your colors. They kind of tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are and the way we lose it. There's something different about us and the reason why we stay. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem wundervollen Wallis, ihr Lieben. Wir sind aufgestanden, wieder nach einer fantastischen Nacht. Wir haben gerade lecker gefrühstückt, wie ihr gesehen habt, den Ausblick, die Aussicht genossen. Und jetzt werden wir eine Wanderung machen. Ich habe ein bisschen Respekt, weil wir sind ja nicht so die Wanderer. Aber wir haben viele Kinder dabei, die sich hoffentlich gegenseitig motivieren zu wandern. Wir gehen auf eine wunderschöne Alm. Wir fahren hoch mit dem Skilift und tun dann aber oben wandern. Und das, weißt du, das, wo wir gesehen haben, wo man drauf sitzt und die Füße einfach so hängen. Und dann fahren wir hoch auf die Alm. Das wird richtig spannend. Und wir nehmen euch natürlich mit. Viel Spaß dabei. Oh, auf einen Lift gehen wir. Ja. Es geht los. Ja. Ich sehe ein wunderschönes, typisches Walliserhaus mit einem Steinsockel und einem Holzaufbau. Herrlich! So, jetzt haben wir hier das wunderbare Winterparadies. Da wird im Winter aufgestellt ein Karussell, ein Cyberteppich mit einem super Transportband und dann haben wir noch gute Rails für die, die schon geübter sind, für die Springer. Tschüdi hoi! Sessellift vom Dorf bis über die Brandalp. Von 1200 Meter über Meer gehen wir mit der Bahn bis auf 1600. Wie erfreuen ist. Schweizer Franken. Das Elternhaus von Sandro ist das jetzt. Schnell, Schatz, schnell, dass wir hinterherkommen. Bis gleich. Bis bald. Warte, warte, sie kommt. Dankeschön. Wie spannend. Oh. Wir sind auf dem Sessellift. Wie hoch wir sind. Boah. Das wackelt ja gar nicht so arg. Nee, das super. Geht ja gar, das geht nur ganz, ganz langsam runter. Geht nur langsam, ne? Thank you.
kann man sich Trottis mieten, das sind diese Roller, und dann kann man runterfahren. Ist aber eher was für Erwachsene, ist nicht ohne. Jetzt kriegt man eine richtige Show hier, schau mal. Fangen jetzt an. Das ist ja gerade alle Platz, hey. Achtung, Fahrer. Prost! Wandern ohne Bier geht nicht. Achso. Oh, eine Pusteblume da im Sommer. Also, ihr Lieben, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll, außer wow, oh mein Gott, atemberaubend, wundervoll. Der Papi hat gerade den Ben auf den Schultern und der sagt nein, nein, warum? Papi, lauf mal weiter, wir verlieren die Wandergruppe. Also, so, das war das Wort zum Sonntag, jetzt habe ich wieder den Ben. Sessellift mega, krass. Also ich bin schon Sessellift gefahren, aber der war sehr hoch und sehr, ja, ich weiß auch nicht, eigentlich habe ich keine Höhenangst, aber es war schon, mir war schon ein bisschen mulmig mit zwei kleinen Kindern auf dem Schoß, die rumgezappelt haben. Dann die Alm oben, diese Alphorn-Gruppe war auch gleich so krass. Ich glaube, mehr Schweiz geht nicht. Oh oh! Da kommen Wölfe! Geister oder Wölfe hören wir. Oh oh! Oh oh, wer ist das? Oh! Oh. Stock! Hast du einen Stock gesehen? Stock! Stock! Oh, mach auch ein bisschen schneller! Stock! 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 Ischel! Der ruft uns! Jetzt kommt er hoch! Hier, wo offen und Wasser läuft, die sogenannten Söhne, findet man ganz oft im Wallis. Die tragen da vorbei das Wasser, Schmelzwasser von der Alpa, aber ins Dorf gelangen tut und das Wasser man braucht, für die Landwirtschaft, für die Matten usw. zu bewässern. Immer noch schön zu sehen. Da lass ich doch gerade an. Dann geh ich wieder. Nein, wir spielen nur so. Aha. Hier wäre süßliches Becken. Das bräuchten wir im Winter für das Beschneien. Und ganzjährig auch noch als Kraftwerk, Elektrizität. Bräuchten wir das Wasser auch. Und hinten sieht man einen schönen Grillplatz mit Hängematten und so weiter. Richtig gemütlich. Ganz schön Agi. Maja, schau mal, das Agi. Aber nicht im Achtel. Im Achtel werden wir jetzt noch ein bisschen.
So, ihr Lieben, das war wirklich eine mega schöne Wanderung. Ungefähr 2 Stunden. Die Kinder sind super gelaufen. Ben und Henry waren mal eine Zeit lang in der Trage, weil sie ihren Mittagsschlaf gemacht haben. Aber die Mädels sind top, top gelaufen. Na, Lianchen, so toll bist du gelaufen. Du konntest fast nicht mehr und trotzdem bist du gelaufen. Und dann? Und dann? Bist du trotzdem weitergelaufen? Toll. Es war wunderschön. Ihr habt vieles mitbekommen. André hat gevloggt. Sandro ist der Mann von meiner Freundin. Er ist hier aufgewachsen. Ich finde, also wir verstehen ihn mittlerweile gut, aber am Anfang hatte ich auch so meine Probleme, diesen Akzent richtig rauszuhören und da richtig mitzukommen. Aber es ist so schön. Das ist so, also wenn man irgendwo ist, wo man neue Dinge sieht und dann so einen Reiseführer dabei hat, das ist natürlich fantastisch. Und jetzt muss ich euch zum 500. Mal diese Aussicht zeigen. Es ist atemberaubend. Die Katzenblume. Du bist die Schwester von allen. Jetzt geht's wieder zur Alm und da werden wir jetzt Mittag essen. Schaut mal, es gibt auch ganz, ganz viele Schneeschuh-Trails hier in Unterbech. Da kann man dann bei Schnee mit solchen Schneeschuhen durch den Schnee stampfen. Und das ist auch richtig, richtig cool. Das werden wir definitiv auch machen im Winter. Ganz, ganz viele verschiedene Schneeschuhrouten. So, und André guckt jetzt ganz genau auf die Spitzen. 1300 Meter. Da kann man nämlich jetzt direkt durchschauen und auf die Spitzen gucken und dann sieht man, welcher Berg wie heißt. Balmhorn, 3699 Meter. So, das lang ersehnte Essen nach dem Wandern. Rösti mit Ei und Raclette-Käse, Pommes, Spätzle, Salat. André hat Hirschfilet und die Kinder auch Spätzle und Pommes. Und die Mama hat einen Beilagenteller und der Papa hat ein Cordon Bleu. Jetzt haben wir richtig lecker gegessen. Schaut mal, hier steht noch ein Whirlpool. Den kann man mieten und dann kann man hier mit diesem Ausblick im Whirlpool sitzen. Auch nicht schlecht, oder? Wir essen jetzt noch einen Nachtisch. Ja, mein Schatz. Und dann fahren wir gleich mit dem Sessellift wieder runter. So, und weil wir noch nicht genug zu essen hatten, gibt es jetzt noch Apfelküchle mit Vanilleeis und Sahne. So, die Männer fahren jetzt den ganzen Berg so runter. Und was ist denn das? Das ist kein Fahrrad, das ist kein Roller. Ein Trotti. Mischung aus Fahrrad und Roller. Cool, viel Spaß. Okay, ihr könnt, viel Spaß. Tschüss, verletzt euch nicht. Ja, Papa. Ja, Papa, verletzt euch nicht. Verletzt euch nicht. Papa fährt runter, ne? Cool. Und wir gehen jetzt mit dem Sessellift. Papa fährt so. Nein. Papa kommt gleich wieder. Ja. Na, wir gehen mit dem Sessellift. Das ist jetzt langsam, aber das ist jetzt ein anderes Gefühl, nach unten zu fahren. Oh mein Gott. Oder? Oh ja, da unten stehen sie auf der Straße. Hallo, Papa. Oh, das ist ein bisschen, also ich fühle mich ein bisschen schwummrig. Liana, halte ich gut fest, ne? Süße Maus. Es ist schön langsam, aber man schwebt halt in der Luft, ne? Papa. Da unten sind die Papas, schaut, auf der Straße. Ben, siehst du den Papa? Papa. Wo ist der Papa? Da ist der Papa. Da unten sind die Papas. Gut festhalten, Lianchen. Kannst du dem Papa winken? Schau, jetzt fährt der Papa. Macht euch kein Aua! Genau, macht euch kein Aua, passt auf euch auf. Boah, schau mal, wie cool die Papas da runterfahren dürfen. Huh? Ist das cool? Schau, da fahren die Papas. Die fahren weit, die fahren ganz bis nach Unterbech, aber es geht alles bergrunter, deswegen tun die einfach so runterrollen. Ich bin gerade so glücklich, dass die Kinder so schön still sitzen. Ich hatte ein bisschen Angst alleine.
Aber die machen das ganz toll. Maja weint, ne Schatz? Der Sienna ist gerade der Hut runtergefallen. Die hat einen Hut auf und der ist jetzt runtergefallen und jetzt weint sie. Oh, schau mal, da fährt ein Roller hoch. Auf so einem fahren gerade Papa und Sandro runter. Siehst du? Die werden mit hochgeschickt. Ja. Angekommen. Hui. Wieder unten angekommen im wunderschönen Unterbech sind wir jetzt im Sudelpark. Das ist ein kleiner ein großer Spielplatz, möchte ich sagen, hier im Dorf. Auch wunderschön gemacht. Ich zeige ihn euch. Ein Bär kann eins machen oder ein Bär darf er. Hier gibt es einen kleinen Teich. Nee, wie nennt man das? Einfach ein kleines Becken mit Wasser. Und dann geht durch den ganzen Spielplatz ein kleiner Bach. Total süß. Schaut mal, hier ist der kleine Wasserfall. Und dann geht dieser Bach wirklich durch den ganzen Spielplatz durch. Findet man immer wieder. Dann gibt es eine große Hängematte. Da hinten ist wie nennt man das, Papi? Wasserrad? Da will der Ben jetzt hin. Eine Wippe, eine Brücke, Balancierstangen. Da oben sind so Wackeltiere. Und einen wunderschönen Ausblick, den man von Unterbech wirklich immer hat. Das findet der Ben jetzt cool. Ein Wasserrad. Ich werde jetzt noch schnell in den Laden hier gehen. Wir brauchen noch ein Abendessen für heute Abend und wir wollen natürlich ein paar leckere Schweizer Sachen mit nach Hause nehmen. Ich muss immer meine ganze Familie versorgen mit Schweizer Schokolade, einfach weil wir das immer gegenseitig machen. Wenn einer in der Schweiz ist, gibt es Schokolade aus der Schweiz. Das heißt, ich gehe jetzt noch kurz einkaufen und ich zeige euch dann zu Hause, also in unserem tollen Chalet, zeige ich euch. Übrigens, das Chalet ist immer unten verlinkt, weil so viele danach fragen. Einfach in die Infobox gehen, dann könnt ihr direkt draufklicken und das Chalet sehen. Und da gehen wir dann zusammen hin und da zeige ich euch dann den Food Hall. So ihr Lieben, kleine Planänderung. Wir haben nicht bedacht, dass heute Sonntag ist. Das heißt, der kleine Laden in Unterbech hat schon seit 12 Uhr mittags geschlossen. André holt jetzt gleich noch Pizza und Nudeln im Nachbarort in Büchern. Irgend so ähnlich. 3 Kilometer von hier, also wirklich gegenüber. Man muss nicht runter. Bürchen, danke. Bürchen. Nicht runter ins Tal, sondern einfach rüberfahren. Dauert aber 15 Minuten, weil es natürlich auch kurvig ist. Also es ist jetzt nicht einfach nur über die Straße, aber André macht das gerne für uns. Und morgen werden wir dann, nachdem wir hier ausgecheckt haben, in den kleinen Laden gehen für die Dinge, die wir mit nach Hause nehmen möchten. Wir wollen eigentlich noch gar nicht nach Hause fahren. Es ist so schön hier. Wir fühlen uns hier so, so wohl in diesem Chalet. Also wenn ihr überlegt, in die Schweiz zu kommen, unbedingt dieses Chalet buchen. Ich glaube, es gibt kein schöneres mit dieser direkten Aussicht auf die Berge. Super praktische Lage auch vom Dorf her. Und es ist einfach so schön eingerichtet, so gemütlich, so kuschelige Betten. Also ja, ein Traum. Jetzt holt André die Pizza. Und ich muss jetzt mit Lianchen noch Freundebücher ausfüllen für ihre Freundinnen, die hier in Unterbech wohnen. Und dann werden wir hier noch ein bisschen spielen, langsam aufräumen, Pizza essen, ja, und den letzten Abend in Unterbech ausklingen lassen. Aber es war nicht das letzte Mal. Wir werden jetzt regelmäßig jedes Jahr hierher kommen. Traumort gefunden, wirklich. Der Papi ist zurück. Oh, und es sieht so gut aus. Eine Steinofenpizza für Papi. Wie hieß die? Quattro Stagioni, ein großer gemischter Salat und dann haben wir noch eine Pizza Margherita und Spaghetti Napoli für die Kinder und mich. Mmh, yum, yum. Und dann genießen wir aus dem Chalet Erika diesen Ausblick. Wundervoll. Unser letzter Abend. Du bleibst ohne uns? Schwer. War es schwer?
entscheiden. Wow. Tja, ihr Lieben, danach hat es mir wahrscheinlich die Sprache verschlagen. Ich habe nämlich nicht mehr Tschüss gesagt. André hat gerade für euch den Vlog geschnitten. Ich lade ihn jetzt hoch, dass ihr den auch heute Abend habt. Und ja, freue mich, wenn ihr auch beim nächsten dabei seid. Der nächste ist dann die Rückreise von Unterbelch nach Deutschland und das Chaos hier wieder zu Hause. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten dabei seid. Bis ganz bald. Ciao.